In diesem Video geht es um eine Änderung, die befristete Arbeitsverträge betrifft. Und wir wissen, dass diese Befristung von Arbeitsverträgen geregelt ist im Teilzeitbefristungsgesetz, das wir abkürzen können mit TZBFG. Teilzeitbefristungsgesetz. Und hier geht es insbesondere um den Paragraphen 14 im Teilzeitbefristungsgesetz. Und dieser Paragraph 14 sagt, zunächst mal im Paragraph 1 nennt er die Befristung mit sachlichem Grund. Und im Paragraph 14, ja, hier Absatz 2 geht es um die Befristung ohne sachlichen Grund. Und da steht ja bekanntlich, die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist zur Dauer von 2 Jahren zulässig. Ja, also das ist nichts Neues. Ohne sachlichen Grund, ich halte es nur noch mal fest, damit wir genau wissen, von was ich jetzt rede, denn es gibt gleich eine relevante Änderung. Ohne sachlichen Grund ist möglich 2 Jahre. Und dann kommt im 14 Absatz 2 dieser, manche sagen, unselige zweite Satz. Und da steht, eine Befristung nach Satz 1, den habe ich gerade vorgelesen, ist nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. So, und das bedeutet, Befristung, das sagt der Paragraph 14 Absatz 2, Befristung ohne sachlichen Grund unzulässig, bei zuvor Beschäftigung. Ich wähle jetzt mal dieses Wort, das ausdrücken soll, dass der Arbeitnehmer vorher schon mal bei diesem Arbeitgeber beschäftigt war. Wenn also das der Fall war, wenn der vorher schon mal dort gearbeitet hat, ist eine Befristung ohne sachlichen Grund unzulässig. Man kann ihn dann nur mit sachlichem Grund einstellen oder unbefristet. Und das galt bisher. Und jetzt kommt eine entscheidende Änderung, denn das Bundesarbeitsgericht, das höchste Gericht in arbeitsrechtlichen Dingen, hat nun gesagt, diese Zuvorbeschäftigung ist befristet auf 3 Jahre. Das heißt, nur was im Zeitraum von 3 Jahren vor dem momentanen Einstellungswunsch liegt, zählt. Wenn der vorher, also vor 4 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren schon mal dort gearbeitet hat, dann gilt das nicht. Ich will das nochmal visualisieren. Wenn wir also hier an einem Datum sind, das wir heute nennen, dann gilt eine Zuvorbeschäftigung nur für die 3 Jahre vor dem heutigen Zeitpunkt. Das sind hier 3 Jahre. Wenn also laut Bundesarbeitsgericht der Arbeitnehmer, der jetzt heute befristet ohne sachlichen Grund eingestellt werden soll, irgendwann hier schon mal beschäftigt war, von hier bis hier zum Beispiel, innerhalb von 3 Jahren vor dem heutigen Zeitpunkt, dann kann er nicht ohne sachlichen Grund eingestellt werden. Wenn der aber außerhalb dieser 3 Jahre zum Beispiel von hier bis hier schon mal beschäftigt war, dann geht es. Das Aktenzeichen dieses Urteils ist 7 AZR 716-09. Und das ist, wie gesagt, eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts und damit eine höchstrichterliche Entscheidung von grundsätzlicher Bedeutung. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf,
diese Entscheidung ist eine kluge Entscheidung. Denn dieser 14 Absatz 2 Satz 2, der hat sowieso schon sehr oft in der Praxis zu absurden Ergebnissen geführt. Ja, deswegen ist es gut, dass das Bundesarbeitsgericht jetzt hier eine Befristung für die Zuvorbeschäftigung eingeführt hat. Also das ist die Essenz. Bundesarbeitsgericht sagt, es gibt eine 3 Jahre Frist, eine 3 Jahre Frist für die Zuvorbeschäftigung. Das ist die Essenz dieses Urteils. Okay. Gut. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.